Hallo Leute, ich bin Manuel von Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Nerd. Ja Leute, heutige Folge wird aus zwei Teilen bestehen. Beziehungsweise, ich möchte ein Thema ansprechen, was dieses Spiel angeht. Und bevor ich aber zu dieser Thema komme, möchte ich zum ersten Teil kommen. Und zwar, ich freue mich immer über eure Comments. Ja, ich lese immer und freue ich mich und so weiter. Und auch Tipps sind auch ziemlich cool und so. Nur Leute, und bitte jetzt nicht sauer sein oder so. Comments mit Werbung wird blockiert. Ab sofort wird sie blockiert. Comment mit zum Beispiel, ich habe schon ein paar Mal bekommen Kommentare, und zwar von zwei unterschiedlichen Zuschauern, aber mit dem gleichen Namen. Ja, für mich ist es Werbung. Also einer hat mir geschrieben, ja, einer, der noch Let's Play von diesem Spiel ein Let's Play macht und hat da seinen Namen geschrieben, hat mit dem Bogen Alpha Bunker geschafft, du brauchst dazu Waffen. Ja, als allererstes, das ist meine Entscheidung, welche Waffen ich benutze und wie ich diesem Alpha-Bunker durchgehe. Und als zweites, Leute, diesen Namen, was ihr da reinschreibt, also das hat schon zwei von euch haben den gleichen Let's Player reingeschrieben. Ja, ich halte es für eine Werbung. Ab jetzt wird es blockiert. Dieser Kommentar wird gelöscht. Ich werde es zwar lesen, aber ich werde es nicht zulassen, dass das unter einem Video kommt mit einer Werbung. Dazu werde ich nicht bezahlt, erstens. Und zweitens, ja, sogar im Fernsehen muss man für Werbung bezahlen. Und zweitens, ja, mich hat auch keiner gefragt, ob man das darf. Ja, bitte jetzt nicht sauer sein, aber ab sofort werde ich es blockieren. Zweite Sache, ich möchte etwas über das Spiel erzählen, und zwar ich habe Kommentare gelesen, da wo halt dieser Spiel sich updatet. Ja, nicht nur ich denke so, was ich jetzt euch erzähle, sondern viele anderen Zuschauer denken genauso. Oder Spieler. Ich spreche über das Spiel an sich. Ich möchte euch was zeigen, Freunde. Es gibt jetzt was Neues, was die da zugefügt haben. Dieser Kiste, ja, kostenlose Kiste, die jede Stunde aufploppt. Ihr seht da oben bei mir 12 Gold. Ich habe wirklich 12 Gold bekommen, ich hatte 0. Ich will euch nur zeigen, für diejenigen, die das nicht wissen. Wenn man drauf drückt, erscheinen diese Sachen hier. Aber wenn man auf Schließen geht und nochmal drauf drückt, kommen andere Sachen. Und ich drücke so lange, bis es Gold kommt. Irgendwann bekomme ich Gold. Nur das Problem ist, Freunde, hier, diese Sachen habe ich auch dazu bekommen. Nie eine Schusswaffe. Das ist ein bisschen nervig und ich finde, das ist eigentlich sinnlose Idee, was die da gemacht haben, außer diesem Gold. Aber auch das Gold, Freunde, finde ich ein bisschen sinnlos. Nur halt diese Energie, was die dann auffüllt. Das ist das Einzige, wo wir das Gold eigentlich nutzen können. Also, ich meine, so richtig. Weil ich spreche davon, wir können gar nicht das Gold benutzen, um Schusswaffen zu kaufen oder so. Nein, dann braucht man so richtiges Geld. Jetzt gehe ich ein bisschen im Wald spazieren und erzähle euch die zweite Sache. Ja, ich finde. Oh nein, jetzt muss ich auch noch essen, Freunde. Fuck. Okay, dann gehe ich nochmal zurück. Ich finde, dass dieses Spiel ein bisschen degradiert. Also, sprich, es wird immer schlimmer. Mit jedem Update. Ich habe den letzten Update durchgemacht. Und das hat mir so viel Speicherplatz gefressen, dass ich ein paar meiner Spieler, die ich eigentlich Let's Play, löschen müsste. Ja, also wo ich angefangen habe zu Let's Playen, musste ich von meinem Handy jetzt löschen.
Das hat mich aber so sauer gemacht, ehrlich zu sagen, weil ich habe dann gelesen, was die da zugemacht haben. Also ein paar Fehler korrigiert und so weiter. Und dazu brauchten die so viel Speicherplatz. Meiner Meinung nach, dieses Spiel degradiert zum geht nicht mehr. Jetzt sagt ihr, ja, nicht das Spiel degradiert, du degradierst, weil du immer das Gleiche machst. Ich werde euch was zeigen. Und was erzählen, Freunde? Folgendes, was kann man denn hier machen? Alpha Bunker bringt nicht viel. Ich habe drei Folgen von Alpha Bunker euch gezeigt. Und am Ende habe ich nur ein paar Coupons bekommen, wo ich nicht mal verwenden kann. Hier. Als das Spiel eigentlich erschien, war dieses Spiel ziemlich geil. Das war was Neues. Ein neues System. Also ich meine so Laufen und Zombies killen und so weiter. Ein neues Überleben, ein neues Kraften. Jetzt sind so viele, also so viele Kopien davon. Sprich, Jurassic Survivor, das was ich euch auch gezeigt habe, ist eine Riesenkopie von dem, also ein Riesenklon. Ich finde, die Entwickler sind selber schuld, dass sie das nicht verboten haben. Also nicht deren Spiel so gemacht haben, dass keiner solche Spiele machen darf. Auch nicht verändert, also dass da jetzt keine Zombies, sondern Dinos sind. Ja. Beispiel World of Tanks, also kleine Schleichwerbung. Als die rausgekommen sind, die haben wirklich verboten. Also die haben Verbot erteilt, dass keine Spiele über Panzer machen darf. Und die haben ihre Namen geschützt, also dass keiner jetzt den Namen wählen darf, also World of Tanks und so. Und das hat wirklich funktioniert, also nach langer Zeit nur kam so ein Spiel Armored Warfare, also auch über Panzer, aber halt nicht Zweiter Weltkrieg Panzer, sondern unserer Zeit. Jetzt aber zurück zu diesem Spiel. Ja, ich habe da Kommentare gelesen, die haben gesagt, ja, das Spiel hat Potenzial und so weiter und so fort. Ja, hat er auch. Hatte er. Also sprich, ich weiß nicht, es wird immer schlimmer mit jedem Update. Und so denke ich nicht nur ich. Also es ist wirklich sehr viele Kommentare, weil ich sie gelesen habe. Deswegen mache ich auch diese Folge. Dieses Spiel hatte Potenzial und die haben so richtig gut angefangen. Also sprich, Freunde. Ihr erinnert euch vielleicht an Tom. Also ich rede über diesen Event, wo man den Tom helfen musste, Zombies abzuwehren und die da Kisten danach gegeben haben, also geöffnet haben und so weiter. Ich fand es so richtig klasse. Was machen die Entwickler? Ja, einfach weg. Haben gemeint, naja, Tom war mal fertig. Und ich habe dann gesagt, okay, dann war mal eine Zeit Ruhe im Karton und dann gab es diesem Frackschiff. Ja, okay, ich habe mich auch gefreut, habe gedacht, okay, erinnert mich irgendwie an Tom. Finde ich klasse. Kriegt man viele tolle Sachen. Was passiert? Schon wieder weg. Am ganz Anfang Flugzeug. Fand ich klasse. Was passiert? War weg. Und diese solche kleinen Sachen, Freunde, es ist so richtig, man sieht einfach, wie dieses Spiel degradiert. Also, man sieht einfach, wie dieses Spiel schlimmer wird.
Ich fand es einfach, ich fand es einfach, wie soll ich sagen, schade, dass die so dieses Spiel so runtergezogen haben. Ich fand es so richtig schade eigentlich, dass die wirklich mit der Zeit dieses Spiel so, ja, so nutzlos gemacht haben. Man rennt hier rum. Ja, man rennt hier rum. Meine Sachen sind weg. Oh, Scheiße. Okay, dann ziehe ich mal Hemd an. Okay, sollte so klappen. Und sammelt Sachen, so wie ich ab und an mal, so kommen so Events, wo man eigentlich nichts Neues bekommt. Die versuchen dieses Spiel irgendwie rauszuziehen, aber bei denen klappt es irgendwie nicht. Also nicht so richtig. Wie gesagt, die machen so, diesen Fehler zu beheben, da den Fehler zu beheben. Und das kostet uns einfach nur Speicherplatz auf unserem Handy. Und ja, mehr nicht. Also ich fand es, ja, wie soll ich sagen, ich fand es einfach nicht schön. Dass man gute Dinge dann wegmacht, also sprich, dass die Dinge, die eigentlich vollen Nutzen hatten, weggemacht haben und die anderen Dinge, die eigentlich nutzlos sind, erstens gelassen haben und zweitens, ja, falscher Knopf, Junge. Und zweitens, was wollen wir damit? Was müssen wir da machen? Was bringen die uns? Auch diese kostenlose Kiste da. Das bringt mir auch nicht viel. Ja, also das bringt mir auch nicht wirklich viel. Wenn es zumindest einmal so gegeben hätte, zum Beispiel einmal Gold, einmal was Unnützliches und einmal, wo du selbst bremsen könntest. Wisst ihr, was ich meine? Also du brauchst Schusswaffen. Wenn du es schaffst, dort zu bremsen, dann kriegst du auch Schusswaffen. Junge, lass mich. Alter, geh weg. So, jetzt ein bisschen heilen. Jetzt ein bisschen Zombie killen. Aber ansonsten, ja, meine Meinung, Degradierung ist pur. Am meisten finde ich dann die Comments lustig. Ja, du gehst dahin nicht, dahin nicht. Ich habe drei Folgen gemacht, wo ich im Alpha-Bunker war. Und was passiert? Ja, nur neunmal angeguckt, letzte Folge. Aber so Comments hinterlassen, das ist totale. Dass ich total schlecht gespielt habe und so weiter. Das sieht man auch an den Zuschauern, dass das denen das Spiel nervig geworden ist. Also so richtig nervig. Komm, Film. So, ich gehe mal zur Kiste. Das wollte ich einfach nur loswerden. Also meine Meinung, wisst ihr jetzt. Also auf jeden Fall für mich. Dieses Spiel degradierungspur geworden. Und ja, ist halt so. Aber ich bleib dran. Ich werde noch zwei Folgen machen. Und dann werde ich noch etwas tun, Freunde. Ich gehe noch mal zum Alpha-Bunker hin.
Ich mache gerade Vorbereitungen. Also, sprich, noch zwei Folgen Vorbereitungen. Und dann gehe ich zum Alpha Bunker. Also zweimal essen. Lass mich. So. So. Jetzt gucke ich mal. Ja, die mal runter. So. Die Kiste mal. Nein, nicht die leere Flasche. Ich nehme die da. Okay. Ja. Ansonsten war es das eigentlich, über was ich sprechen wollte. Jetzt habe ich einfach meine Meinung eigentlich zu der ganzen Sache gesagt. Lass mich. Lass mich. So. Ich gehe nach Hause. So Leute, ansonsten war es das eigentlich von dieser Folge. Ich wollte nur halt ein bisschen ja, die Meinung halt loswerden. Wie gesagt, ich habe die Kommentare gelesen. Das ist wirklich so jetzt in den Zeitpunkt gekommen ist, wo es wirklich nicht nur meine Meinung ist. Also da war wirklich so Kommentare drin, ja, dieses Spiel hat Potenzial, aber irgendwie schöpfen sie nicht aus und so weiter. Ja, irgendwie ist das stehen geblieben, das Spiel. Einfach, ich weiß per Infos, dass die Entwickler da sehr viele Ideen haben, aber irgendwie machen sie nichts draus mehr. So, irgendwie. Ich weiß nicht, man verliert wirklich die Lust. Also, ne, nicht, dass ich komplett die Lust verloren habe oder so, ne. So ist das ja nicht. Aber ich spreche davon, dass zum Beispiel, da muss was Neues her. Da muss jetzt etwas im Spiel sein, was wirklich uns weiter reizt, dieses Spiel zu spielen. Also zumindest mich. Wie gesagt, es hat mir sehr gefallen, die Kisten aufzumachen, weil es war wirklich super. Das waren Sachen drin, die ich ja gefeiert habe. Ja, jetzt ist das nicht der Fall. Jetzt komme ich im Spiel, sammle ein bisschen Sachen. Freue ich mich darüber irgendwie teilweise, dass ich zum Beispiel Holz geholt habe. Und ich weiß gar nicht, zum Beispiel auch beim Drehen von Videos, ich bin planlos, muss ich sagen. Also ihr sagt ihr bestimmt, ja, geh doch zum Alpha Bunker, aber auch dort, wie gesagt, drei Folgen habe ich gemacht und was passiert? Nichts. Weil das auch dort euch ziemlich langweilig erscheint, das zuzuschauen. Ja. Außerdem, ich brauche auch Sachen. Zum Beispiel hier Holz und so, ne? Ich düppe nicht, ich kriege das Spiel nicht. Ich mache das von alleine. Also selbst. Ich zahle für das Spiel auch nichts. Und deswegen muss ich hier alleine alles machen. Von selbst kommt das ja nicht. So. Schrauben. Aber das, was interessant war, ist halt weg. Also, wie gesagt, Beispiel Tom war eine interessante Sache. Oder kaputter Schiffwrack. Also ich finde, ja, das Spiel degradiert. Ja. So, und das Fleisch räume ich auch weg. Mal gucken, was daraus wird. Auf jeden Fall, Freunde, jetzt noch kurz am Ende. Es gibt noch zwei Folgen.
oder vielleicht eine. Dann treffe ich Vorbereitung, dann gehe ich nochmal zum Alpha-Bunker. Aber ich weiß nicht, ob ich das Ganze aufnehmen werde. Weil die Bewaffnung habe ich jetzt wieder. Jetzt mache ich mal Rüstung und gehe dann Alpha-Bunker nochmal hin wegen den Coupons. Ich will jetzt gucken, was bei den gelben Kiste da sein wird. Wenn ich Glück habe, dann habe ich auch bei den grünen 20 und dann gucke ich, ob das Ganze überhaupt, ja, überhaupt sich lohnt. Ob da Alpha Bunker wirklich sich lohnt zu gehen. Aber ich werde noch eine oder zwei Folgen vorhin machen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieser Video wird euch gefallen. Und ja, eure Lohnwolf, haut rein, schönen Tag noch. Tschüss.